Milovaní bratia a sestry, geliebte Brüder und Schwestern, budeme pokračovať a wir werden fortfahren. Chcel by som, aby sme prečítali na základ toho celého nášho uvažovania. Und unsere ganzen als Grundlage unserer gesamten Überlegung möchten wir folgendes Wort lesen. Toto dnešné doobed je Žalm 123. Und zwar den Psalm 123. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak zhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi. Dosyta jsme zakusili pohrdání. Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. Psalm 123. Ein Lied im höheren Chor. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. Also sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn wir sind sehr voll Verachtung. Sehr voll ist unsere Seele von der stolzen Spott und von der hoffärtigen Verachtung. Pretože máme už len 15 minút ku koncu tejto našej príležitosti. Darum, weil wir eigentlich nur noch 15 Minuten haben zum Ende unserer Versammlung. Nebudem rozvíjať novú myšlienku. Werden wir keinen weiteren Gedanken erörtern. Ale chcem, aby sme sa zamysleli nad tým, čo tu bolo, čo tu zaznelo. Aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was hier erklungen ist. Čo to znamená vlastne hľadieť na Pána? Was bedeutet das eigentlich, auf den Herrn zu sehen? A prečo? Und warum? Tu tento žalm hovorí, že ako oči sluhov na ruku ich pánov. Dieser Psalm spricht darüber, so wie die Augen der Mägde, der Knechte sehen auf die Hände ihres Herrn. A ako oči dievky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči und na Pána. Und wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn. A viete, čo to znamená? Wisst ihr, was das bedeutet? Keď sluha sa díva na Pána, wenn ein Knecht auf den Herrn sieht, a Pán ukáže len rukou, und der Herr nur mit der Hand zeigt, tak sluha už vie, čo má robiť. Dann weiß der Knecht bereits, was er zu tun vie, hat. Vie, čoho je čas. Er weiß, was seine Zeit ist. Pozná svojho pána, srdce svojho pána. Das Herz seines Herrn. A presne bez ozbytku urobí, len na jeho pokyn. Und alles bis zum Ende führt er aus nur auf seinen Wink hin. A neurobí niečo opačne. Und er tut nicht irgendwie das Gegenteil. A to je vlastne otázka poslušnosti. Und das ist eigentlich die Frage des Gehorsams. To je aj otázka poznávania svojho pána. Und das ist auch die Frage, den Herrn zu erkennen. Ako ty a ja môžeme poznať nášho pána? Wie kannst du und ich unseren Herrn erkennen? Tým, že čítaš Božie slovo. Damit, dass du Gottes Wort liest. Ty poznávaš jeho charakter. Erkennst du seinen Charakter? Poznávaš jeho myslenie. Du erkennst seine Denkweise. A potom naplňaš jeho vôľu. Und dann wirst du seinen Willen erfüllen. Lebo čo by bolo z toho, keby si len vedel, čo tvoj pán chce? Denn was hättest du für einen Wert davon, wenn du nur wüsstest, was dein Herr will? A nečinil by si toho. Und wenn du das nicht tun würdest. Koľko ľudí je dnes, ktorí poznajú vôľu pána Ježiša? Wie viele Menschen gibt es heute, die den Willen des Herrn Jesus erkennen? A nečinia ju. Aber sie tun ihn nicht. Ale aký je to sluha? Aber was ist das für ein Knecht? Ktorý len pokyn pánov, len pohyb jeho ruky ukáže? Wo er nur den Wink des Herrn sieht, wo er nur die Bewegung der Hand sieht des Herrn. A on vie, čo od neho žiada und jeho er pán. Weiß bereits, was sein Herr von ihm fordert. To si vyžaduje poznať pána. Und das hat nötig, den Herrn vorher zu kennen. Teda poznávame ho v čítaní Božieho slova. Also wir erkennen ihn erstens im Lesen des Wortes Gottes. Naplňaní jeho vôle. Und im Erfüllen seines Willens. A potom máme to osobné prežitie. Und dann haben wir die persönliche Erfahrung, das persönliche Erlebnis.
A potom keď sa dívame na Pána, und dann wenn wir auf den Herrn sehen, tak vidíme, či sa jeho tvár nad nami raduje alebo smúti. Dann erkennen wir, ob sein Angesicht sich über uns freut oder ob er traurig ist über uns. Keď sa ty díváš na Pána, tak vieš, že on má z teba radosť alebo má z teba zármutok. Wenn du auf den Herrn siehst, dann weißt du, ob er Freude über dich hat oder ob er Traurigkeit über dich empfindet. Keď vieš, že od rána do večera chodíš a hľadáš jeho vôľu a žiješ v jeho vôli. Wenn du weißt, dass du von früh bis abends so lebst, dass du seinen Willen suchst, máš smelú dôveru k nemu. Dann hast du einen Vertrauen zu ihm. Ale keď nemáš tú dôveru k nemu, aber wenn du dieses Vertrauen nicht hast zu ihm, to je preto, že ho neposlúchaš. Das ist deswegen, weil du ihm nicht gehorsam bist. Po včerajšom kázaní niekto prišiel za mnou. Nach der gestrigen Predigt kam jemand zu mir. A hovorí, presne to tak je, ako si hovoril, brat kazateľ. Und er sagte, genau so ist es, Bruder Prediger, wie du gesagt hast. Kto si môj blízky? Wer ist mein Nächster? Má strach zo smrti. Mein Nächster hat Angst vor dem Tod. Má strach ísť ústrety Bohu. Mein Nächster hat Angst, Gott zu begegnen. A hovorí, celý život slúžil Bohu. Und er sagte, dieser Mensch hat sein ganzes Leben Gott gedient. A teraz ide v ústretu Bohu. Und nun geht er Gott zu begegnen. A má strach. Und er hat Angst. A hovorí, presne je to tak, ako si včera kázal. Und er sagt, es ist genau so, wie du gepredigt hast. A skutočne je to tak, moji drahí. Und es ist tatsächlich so, meine teuren. Že keď my chodíme vo vôli Pánovej. Wenn wir im Willen des Herrn wandeln. A milujeme nášho Pána. Und wenn wir unseren Herrn lieb haben. A poznáme nášho Pána. Und wenn wir unseren Herrn kennen, erkennen. Tá dokonalá láska k nemu vyháňa všetok strach z nášho života. Diese vollkommene Liebe zu ihm, die vertreibt jegliche Furcht aus unserem Herzen. A my sa môžeme priamo mu pozrieť do očí. Und wir können ihm direkt in die Augen sehen. Viete, aj vy, rodičia, keď prídete domov. Wisst ihr auch, ihr Eltern, wenn ihr nach Hause kommt. A vaše dieťa niečo vyviedlo, tak sa vám nepozrie do očí. Und wenn euer Kind etwas angestellt hat, dann wird es euch nicht in die Augen sehen. Bude sa vám dívať na topánky. Es wird auf eure Schuhe sehen. Alebo bude po vrabcoch hľadieť. Oder es wird die Vögel ansehen. Ale sa vám nedíva do tváre. Es wird euch aber nicht in die Augen schauen. Nevie sa vám pozrieť do očí. Es kann euch nicht in die Augen sehen. Lebo nie je dobre robí. Weil es hat nicht gut getan. Má pocit viny. Es hat ein Schuldgefühl. Má ten pocit, že niečo som robil proti mojej matke alebo proti môjmu otcovi. Es hat das Gefühl, ich habe etwas gegen den Willen meines Vaters oder gegen den Willen meiner Mutter getan. Vieš, prečo je dôležité dívať sa na Pána? Weißt du, warum es notwendig ist, auf den Herrn zu sehen? Lebo to ti pomáha zotrvávať vo vôli tvojho Boha. Weil das hilft dir zu verweilen im Willen Gottes. Že ty nekonáš proti nemu. Dass du nichts tust gegen seinen Willen. Ale ty podľa jeho srdca. Aber du handelst nach seinem Herzen. Ale viete, keď človek neustále ide vo svojej vôli. Aber wisst ihr, wenn der Mensch ständig in seinem eigenen Willen geht? Zatvrdí sa jeho srdce. Dann wird sein Herz hart. Už nemá pocit viny. Er hat nicht mehr Schuldgefühle darüber. Robí zle. Und er tut schlecht. A už ani nevie, že robí zle. Und er weiß nicht mal, dass er schlecht tut. K jednému svetskému psychológovi prišiel nejaký človek. Zu einem weltlichen Psychologen kam ein Mensch. A hovorí, pán doktor, mám problémy, mám pocity viny. Und er sagte, Herr Doktor, ich habe Schuldgefühle. A viete, čo mu povedal tento doktor? Wisst ihr, was ihm dieser Arzt gesagt hat? To bol ešte v čase komunizmu das u nás. War noch zur Zeit des Kommunismus bei uns. To preto máte pocit viny, lebo málo hrešíte. Ihr habt deswegen Schuldgefühle, weil ihr zu wenig sündigt. Keď budete veľa hrešiť, tak už nebudete cítiť nič. Wenn ihr mehr sündigen wird, werdet ihr nichts mehr empfinden. A mal pravdu ten doktor. Und der Doktor hatte recht. Hriechom a tým protivením sa Božej vôle zatvrdzuje sa srdce človeka. Durch die Sünde und durch den Widerstand Gottes Willen gegenüber wird das Herz des Menschen hart. A stratí sa úplne ten pocit viny. Und dieses Schuldgefühl geht vollkommen verloren. A potom už zviera má skorej pocit viny ako človek. Und dann hat ein Tier bereits ein größeres Schuldgefühl, schon eher ein Schuldgefühl als ein Mensch. Viem, že ste prekvapení, čo hovorím. Ich weiß, dass ihr überrascht seid über das, was ich sage. Ale u nás na Slovensku jeden starý kazateľ rozprával svoj príbeh. Aber in der Slowakei hat ein alter Prediger bei uns sein Erlebnis erzählt. A hovoril, že aký
pocit viny mal jeho pes. Und er sagte, was für Schuldgefühle sein Hund hatte. Mal takého malého pudlíka a ten vždy s radosťou ho vítal, keď prichádzal cez bránu domov. Er hatte einen kleinen Pudel und er hat ihn ständig immer mit Freude begrüßt, wenn er ins Tor hineinkam. Krútil chvostom, až vietor to robilo vo dvore. Er hat so mit dem Schwanz gedreht und gewackelt, dass das sogar Wind verursacht hat. Tak sa radoval, keď uvidel gazdu. So hat er sich gefreut, wie er seinen Herrchen entdeckt hat. Ale jedného dňa prišiel domov. Aber eines Tages kommt er nach Hause. A na dvore uvidel ho pes. Und am Hof sah ihn sein Hund. Stiahol chvost medzi nohy. Er hat den Schwanz zwischen die Füße eingezogen. Asi takým spôsobom pochodoval spred neho preč. Und er ist vor ihm davon geschlichen. Predstavte si, mal pocit viny. Stellt euch vor, er hatte Schuldgefühle. A tento kazateľ mu hovorí, ty si niečo vyviedol. Und dieser Prediger sagt, du hast was angestellt. Ja idem k sliepkám a pozriem, či si im nepožral vajcia. Ich gehe zu den Hühnern und schau, ob du ihnen nicht die Eier aufgefressen hast. A vidí tam škrupiny na hniezde. Und er sieht dort tatsächlich die Eierschalen. A hovorí, tak už viem, prečo ty máš pocit viny. Und er sagt, ich weiß, warum du Schuldgefühle hast. Vidíte, aj zviera má pocit viny. Siehst du, auch ein Tier hat Schuldgefühle. A mnohokrát človek, keď hreší a hreší, und oft ein Mensch, der sündigt und weiter tak, sündigt, tak sa mu zatvrdí srdce. Dessen Herz wird so hart, že už nemá pocit viny. Dass er keine Schuldgefühle mehr hat. A zaujímavým spôsobom poradil ten doktor tomuto pacientovi. Eine interessante Art und Weise, was dieser Doktor dem Patienten geraten hat. On vedel, čo hovorí. Er wusste, über was er spricht. A to je to s mnohými kresťanmi. Und so ist das mit vielen Christen. Čím viac idú proti vôle Božej, je mehr sie gehen gegen den Willen Gottes, tým menej sú schopní dívať sa na jeho tvár. Desto weniger sind sie fähig, auf sein Angesicht zu sehen. Tým menej sa mu dívajú do jeho čistých, jasných očí. Desto weniger schauen sie in seine reinen und klaren Augen. Tým viacej ich to vedomie ich hriechu odháňa preč spred Božej tváry. Und desto mehr jagt sie dieses Bewusstsein der Sünde hinweg von Gottes Angesicht. Ale oni si chcú kupovať spasenie. Aber sie möchten sich ihre Heil erkaufen. Vyrábajú svoje vlastné aktivity. Sie tun ihre eigenen Aktivitäten. Lebo niečo pre Boha treba robiť, aby sme sa do neba dostali. Weil es ist nötig, etwas für Gott zu tun, damit ich in den Himmel komme. Chcú si kúpiť spasenie. Sie möchten sich das Heil erkaufen. Ktoré už bolo dávno kúpené. Das Heil, was schon längst erkauft war. A zaplatené krvou a obeťou Pána Ježiša Krista. Und bezahlt wurde durch das Blut und Opfer des Herrn Jesus Christus. Ale to nádherné je. Aber das Wunderbare ist, keď my príjmeme to, čo Boh urobil za nás. Wenn wir das annehmen, was Gott für uns getan hat. Keď my môžeme byť očistení krvou Ježišovou. Wenn wir durch sein Blut gereinigt werden können. A môžeme svoje srdce priniesť pred Boha a povedať, Bože. Wenn wir unser Herz vor Gott legen können und sagen, Gott. Ja som skrz naskrz hriešný človek. Ich bin durch und durch ein sündiger Mensch. O, prosím ťa. O, ich bitte dich. Očisti moje srdce. Reinige mein Herz. Osloboď ma. Osloboď Mache mich frei. A budem ti slúžiť. Und ich werde dir budem ťa milovať. Ich werde dich lieben. Budem ťa nasledovať. Ich werde dir a budem sa dívať tak na teba. Und ich werde so auf dich sehen. Ako sa dívajú oči sluhu na ruku jeho pána. So wie die Augen der Knechte auf die Hände ihres Herrn sehen. A budem tak hľadeť na teba. Und ich werde so auf dich schauen. Ako hľadia oči dievky na ruku jej pane. Wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau sehen. Tak budem hľadieť na teba, pane. So werde ich auf dich sehen, Herr. Len ma očisti. A und du reinige mich und mach mich frei. Ich will dir dienen. Chcem konať tvoju vôľu. Ich will deinen Willen ausführen. A potom nebudeme robiť proti Bohu. Dann werden wir nicht gegen Gott arbeiten. Nebudeme robiť proti jeho zmýšľaniu. Dann werden wir nicht gegen seine Gesinnung arbeiten. Počul som príbeh, kde hovorí pán svojmu sluhovi, polož na oheň. Ich habe eine Begebenheit gehört, wo ein Herr zu seinem Knecht sagt, lege an beim Feuer. A sluha hovorí, ako vás mám položiť aj zo stoličkou? Und er sagte, wie soll ich sie aufs Feuer legen? Auch noch mit dem Stuhl? Vidíte, tento sluha nepozná zmýšľanie svojho pána. Seht ihr, dieser Knecht hat nicht die Gedankengänge seines Herrn gekannt. Rozumiete? Versteht ihr? Proste jednoducho
On nemal srdce so svojím pánom. Also ganz einfach, sein Herz war nicht dabei bei seinem Herrn. Ty potrebuješ poznať myslenie svojho pána. Du hast es nötig, das Denken deines Herrn to zu erkennen. To tvoje myslenie musíš, to, ktoré je z tela, ktoré je z tej žiadosti tela, musíš dať bokom. Deine Denkweise, die aus dem Fleisch, aus der Begierde des Fleisches herauskommt, die musst du unters Kreuz legen. A prijať to myslenie Kristovo. Und diese Denkweise Christi annehmen. Lebo to len myslenie Kristovo chápe, čo je vôľa Otcova. Denn nur diese Denkweise Christi begreift das, was des Vaters ist. Len to myslenie Kristovo bude naplňať Boží program. Diese Gesinnung Christi wird Gottes Programm erfüllen. A v Kristovom myslení je aj sociálny program. Und in dieser Gesinnung Christi ist auch das Sozialprogramm enthalten. Myslíte, že nie? Glaubt ihr nicht? Pán Ježiš nepostavil ani jednu nemocnicu. Der Herr Jesus hat nicht ein einziges Krankenhaus gebaut. Ani pre žobrákov nejakú vývarovňu. Er hat nicht für die Bettler irgendeine Küche gebaut. Ale viete, čo urobil pán Ježiš? Aber wisst ihr, was der Herr Jesus getan hat? Žobrákovi otvoril oči. Er hat dem Bettler die Augen geöffnet. Uzdravil ho. Er hat ihn geheilt. A on mohol ísť robiť a pracovať. Und er konnte arbeiten gehen. Už nemusel žobrať. Er musste nicht mehr betteln gehen. Chromého, ktorý žobral, und den Kranken, welcher gebettelt hat, mocou Božou uzdravil, den hat er durch Gottes Kraft geheilt. A on už nemusel ďalej žobrať. Und er musste nicht mehr weiter betteln. On už mohol ísť na svojich vlastných nohách do práce. Und er konnte schon mit seinen eigenen Füßen zur Arbeit gehen. Kristovo myslenie zahrňa v sebe aj sociálny program. Christi Gesinnung beinhaltet auch das Sozialprogramm. Ale nie tak, ako to robia ľudia. Aber nicht so, wie die Menschen das tun. Teda, ja nie som proti sociálnym programom. Also ich bin nicht gegen Sozialprogramme. Ale som za Kristove myslenie. Aber ich bin für die Gesinnung Christi. Ak ty potrebuješ dotyk Boží vo svojom živote. Wenn du die Berührung Gottes in deinem Leben nötig hast. V ňom dostaneš všetko, čo potrebuješ. In ihm bekommst du all das, was du nötig hast. Ale niektorým ľuďom dobre patrí, padne aj taký program. Aber manchen Leuten gefällt auch dieses Programm sehr gut, wo es um Geld geht. A na záver poviem túto skúsenosť. Und zum Schluss sage ich noch eine Erfahrung. Istý brat prišiel za mnou a hovorí. Ein bestimmter Bruder kam zu mir und sagt. Brat Alexander, mám švagrinu, ktorá je nemocná psychicky. Bruder Alexander, ich habe eine Schwägerin, die ist psychisch krank. A veľmi rád by som jej pomohol. Und ich möchte ihr sehr gerne helfen. Býva u nás a veľmi je ťažká situácia. Sie ist bei uns zu Hause und die Situation ist sehr schwer. A ty si Boží muž, chcem, aby si mi pomohol v tejto veci. Du bist ein Gottesmann und ich möchte, dass du mir in dieser Sache weiterhilfst. A hovorím, a povedz, čo je problém? Und ich sagte, sag mir, was ist das Problem? To, že je nemocná táto žena, to je v poriadku. My sme ochotní jej pomáhať. Dass diese Frau krank ist, es ist in Ordnung. Wir sind bereit, ihr zu helfen. Ale to je problém, že má taký silný vliv na moju zdravú manželku. Aber er sagte, das Problem liegt darin, dass sie einen so starken Einfluss hat auf meine gesunde Ehefrau. Že keď povie, že treba obývačku premalovať na červeno, krvavo červeno, tak manželka to prefarbí na krvavo červeno. Das wenn sie zum Beispiel sagt, es ist notwendig, das Wohnzimmer blutrot zu streichen, dann wird meine Ehefrau das Wohnzimmer blutrot streichen. A hovorí, ja už to nevládzem ďalej. Už ja cítim, že asi z toho psychicky onemocním. Er sagte, ich kann das nicht mehr länger ertragen. Ich spüre, dass ich da schon psychisch krank werde dadurch. A ja ťa prosím, poď a pomôž mi. Und ich bitte dich, komm und helf. A hovorím, ako ti mám pomôcť? Und ich sagte ihm, wie soll ich dir helfen? Však si Boží človek, tak poď a modli sa a budeš sa modliť za ňu. Du bist doch auch ein Gottesmensch, dann komm und bete für sie. A hovorím mu, vieš, ale ja to tak vidím, že Pán Ježiš sa pýta týchto nemocných, či chceš byť uzdravený. Und ich sagte, ich sehe das so, weißt du, dass Gott diese kranken Menschen fragt. Pán Ježiš nikdy der Herr Jesus hat diese kranken Menschen gefragt, willst du gesund werden? On nikdy nekonal voči tomu nemocnému. Er hat nie gegen den Willen dieses Kranken gehandelt. A tak som hovoril, dobre, pôjdem a ja sa jej opýtam, či chce byť zdravá. Und dann habe ich eingewilligt und gesagt, ich gehe mit und ich werde sie fragen, ob sie gesund werden möchte. Tak som prišiel a hovorím jej.
So bin ich hingekommen und ich sagte zu ihr. Milá sestra, ty vieš, že som Boží služobník. Liebe Schwester, du weißt, dass ich ein Diener Gottes bin. A že milujem Pána Ježiša z celého srdca. Dass ich den Herrn Jesus von ganzem Herzen liebe. A ja vidím, ako sa trápiš aj ty, ako sa trápi aj táto rodina. Und ich sehe, wie du und wie diese Familie gequält werden. A ja sa ťa chcem opýtať, či by si chcela byť zdravá. Möchte dich fragen, hast du den Wunsch, gesund zu werden? A ona sa tak pozrela na mňa a hovorí, nie, 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 nie. Und sie schaut mich an und sagt, nein, nein, nein. A hovorím, a prečo nie? Ich sagte, warum nicht? Pán Ježiš má pre teba pripravené uzdravenie. Der Herr Jesus hat für dich Heilung bereit. Neskôr sa ukázalo, že bála sa o to, že stratí podporu. Und dann später hat sich gezeigt, dass sie Angst hatte, dass sie ihre finanzielle Unterstützung dann verlieren. A potom sa bála o to, že stratí vliv, že keď ona povie, že to bude červené, tak nebude to červené. Des Weiteren hatte sie Angst, dass sie ihren Einfluss verliert, dass wenn sie sagt, die Wand soll rot gestrichen werden, dass sie dann nicht mehr rot gestrichen wird. A ona rozhodne povedala, nechcem byť uzdravená. Und sie sagte mit Entschiedenheit, ich möchte nicht geheilt werden. Ale videl som, ako tento brat v zúfalstve si položil tvár do dlaní. Aber ich sah diesen Bruder, wie er voller Verzweiflung sein Gesicht in die Hände gelegt hat. A hovorím, vieš, ale ja vidím, že táto rodina potrebuje, aby bola zdravá. Und ich sagte, weißt du, aber ich sehe, dass diese Familie es wirklich nötig hat, geheilt zu werden. Aj, aby si ty bola zdravá. Und dass auch du geheilt wirst. A tak v autorite a v mene Pána Ježiša Krista. Und so in der Autorität und in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Staviam sa voči tebe, nemoc, ktorá viažeš túto ženu. Stelle ich mich gegen dich, du Krankheit, die du diese Frau hältst. Mali ste vidieť, ako sa bránila, ako keby som ju bil, pritom som sa ju ani nedotkol. Ihr solltet sehen, wie sie sich gewehrt hat, wie wenn ich sie geschlagen hab. Všelijak sa bránila. Sie nicht mal berührt. Sie hat sich auf verschiedene Art und Weise gewehrt. Autorite Pána Ježiša, jeho mena. In der Autorität. Prikazujem nemoc, aby si vyšla z nej. In der Autorität des Herrn Jesus und in seinem Namen gebiete ich dir, du Krankheit, dass du von ihr weichest. A viete, čo sa stalo? Wisst ihr, was geschehen ist? Ona 2 týždne nemohla byť nemocná. 2 týždne vôbec žiadne známky nemoci. 2 Wochen lang hatte sie dann keine weiteren Krankheitszeichen mehr. Ona chodila nešťastná po dome, že teraz stratí dôchodok. Aber sie ist unglücklich durchs Haus gelaufen, dass sie ihre Rente verliert. Nikdy už takúto prácu nebudem robiť. Nie werde ich so eine Arbeit mehr tun. Ona žiadala si naspäť nemoc. Sie hat sich die Krankheit zurückgefordert. A po 2 týždňoch. Und nach 2 Wochen. Znovu tá nemoc sa začala hlásiť. Hat diese Krankheit wieder von neuem angefangen zu wirken. A vtedy som si spomenul na to, čo hovorí Pán Ježiš. Und da habe ich mich daran erinnert, was der Herr Jesus gesagt hat. Že keď ten démon vyjde z človeka. Dass wenn der Dämon den Menschen verlässt. Ide po púšti. Er geht durch öde Stätten. A hľadá odpočinutie. Und er sucht eine Stätte, wo er zur Ruhe kommt. A keď nenájde. Wenn er keine Stätte findet. Zoberie si zo sebou 7 horších. Dann nimmt er 7, die noch schlimmer sind als er. A potom znovu príde do toho príbytku, do toho človeka. Und aufs neue geht er in diese Behausung des Menschen hinein. A vtedy som si povedal, už nikdy nebudem proti vôle toho človeka slúžiť. Und damals sagte ich, nie wieder werde ich gegen den Willen des Menschen dienen. Lebo situácia tejto ženy bola potom horšia. Denn die Situation der Frau ist danach schlimmer geworden. Lebo sama si to žiadala. Denn sie hatte selbst gefordert. Ja tak vidím, milovaní bratia a sestry. Liebe Brüder und Schwestern, so sehe ich das. Že v tej láske Kristovej. In der Liebe Christi. Že v tej moci Ducha Svätého. In der Macht des Heiligen Geistes. Boh počítal aj s týmto programom. Hat Gott auch mit diesem Programm gerechnet. Pre nemocných. Für die Kranken. Pre poviazaných. Für die Belasteten. A rôznym spôsobom potrebných. Und die auf verschiedene Art und Weise Hilfe nötig haben. Ale to musia byť skutky Bohom pripravené. Aber das müssen Werke sein, die durch Gott vorbereitet sind. Podľa Efežanom 2. kapitoly 10. verša. Nach Epheser 2 im 10. Vers. Predtým hovorí, nie zo skutkov sme ospravedlnení. To znamená, nie vo vlastných skutkoch, keď chodíme, získavame ospravedlnenie. Davor sagt er, wir sind nicht durch Werke gerettet worden, also nicht durch eigene Werke, die wir getan haben. Ale
máme pripravené skutky, aber wir haben vorbereitete Werke, ktoré sú vopred Bohom pripravené, die im Voraus von Gott bereitet worden sind. A v týchto máme chodiť. Und in denen sollen wir wandeln. A tam je prejavená všetká Božia starostlivosť. Und dort in diesen Werken offenbart sich die vollkommene gesamte Fürsorge Gottes. Hľadajme túto milosť. Lasst uns diese Gnade suchen. To je tak nádherný život. Das ist so ein wunderbares. Každý deň nové skúsenosti. Jeden Tag neue Erfahrung. To sú zázraky na každý deň. Das sind Wunder für jeden Tag. A viem, že tento život existuje. Und ich weiß, dieses Leben existiert. Prvorade som ho uvidel v živote Pána Ježiša. An erster Stelle habe ich dieses Leben gesehen im Leben des Herrn Jesus. A tak som videl to aj v živote Božích mužov a žien. So habe ich es auch im Leben der Gottesmänner und Frauen gesehen. Ktorí hľadali tvár Pánov. Die das Angesicht Gottes gesucht haben. Poďte, budeme sa modliť. Lasst uns beten. Drahý nebeský Otče. Teurer himmlischer Vater. Z celého srdca ti ďakujem. Von ganzem Herzen danken wir dir. Za tieto chvíle. Für diese Weile. Keď nás učíš tomu, aby sme hľadali tvoju tvár. Du lehrst uns dein Angesicht zu suchen. Aby sme hľadali tvoju vôľu. Deinen Willen zu suchen. V čítaní písma. Im Lesen des Wortes. A v modlitbách. Und im Gebet. O Pane. O Herr. Ukáž nám svoju tvár. Zeig uns dein Angesicht. Voláme tak, ako aj Mojžiš volal k tebe. Wir rufen zu dir so, wie auch Mose zu dir gerufen hat. Ukáž mi svoju tvár, Bože. Zeig mir dein Angesicht, o Herr. Ak nepôjde tvoja tvár pred nami. Wenn dein Angesicht uns nicht vorangeht. O, nevyvádzaj nás z tohto miesta. Dann führe uns von dieser Stätte nicht hinfort. Len vtedy to má zmysel ísť do zasľúbenej zeme. Es hat nur dann einen Wert, in das verheißene Land zu keď gehen. Keď pôjde tvoja tvár pred nami. Wenn dein Angesicht uns vorangeht. A my sa na ňu budeme dívať. Und wenn wir dein Angesicht ansehen. O, Pane. O, Herr. Na tvoju tvár sa budeme dívať. Auf dein Angesicht werden wir sehen. Nie na podolok tvojho rúcha. Nicht auf dein Kleid. Nicht auf den Saum deines Kleides. Ale na tvoju tvár. Aber auf dein Angesicht. O, nech ide tvoja tvár pred nami. O, lass dein Angesicht uns vorangehen. Chceme skúšať, čo je tebe ľúbe. Wir wollen prüfen, was dir gefällt. Čo je tebe milé. Was dir lieb ist. A čo spôsobí tebe radosť. Und was bei dir Freude verursacht. Nechceme to robiť, čo nám pôsobí radosť. Wir möchten nicht das tun, über was wir uns freuen. Ale chceme robiť to, čo tebe pôsobí radosť. Aber wir möchten das tun, was dir Freude bereitet. O, nech ide tvoja tvár pred nami, Pane. O, lass uns dein Angesicht vorangehen, Herr. A keby nešla. Und wenn dein Angesicht uns nicht vorangeht, nevyvádzaj nás odtiaľto. Dann führe uns nicht weiter hinaus. My chceme sa dívať na tvoju tvár. Wir möchten dein Angesicht ansehen. Chceme poslúchať tvoje príkazy. Wir wollen deine Befehle hören. Chceme naplňať tvoju vôľu. Und wir wollen deinen Willen erfüllen. Na tvoju čest. Für deine Ehre. A na tvoju slávu. Und für deine Verherrlichung. A teraz chcem dať otázku. Nun möchte ich die Frage stellen. Keď máme sklonené svoje hlavy. Wenn wir unsere Häupter geneigt halten. A tak vnímame, že sa dívame na Pána. Und wenn wir jetzt so verspüren, dass wir auf den Herrn sehen. Verím, že cítiš Boží dotyk vo svojom srdci. Und ich glaube, dass du die göttliche Berührung in deinem Herzen verspürst. Verím, že Boh dnes hovoril k tvojmu srdcu. Ich glaube, dass heute Gott zu deinem Herzen geredet hat. A ja sa ťa chcem opýtať. Und ich möchte dich fragen. Kto z vás? Wer von euch? Chce sa rozhodnúť hľadať tvár Pánov. Möchte sich dafür entscheiden, das Angesicht Gottes zu suchen. Celým srdcom. Von ganzem Herzen. Nech zodvihne svoju ruku. Erhebet eure Hand. Nech ťa požehná Pán. Der Herr segne dich. Aj teba, aj vás tu. Auch euch. Sláva Bohu, aj teba. Preis den Herrn. Halleluja. Príď Duchu Svätý. Komm, Heiliger Geist. Zapečať tieto srdcia. Versiegle diese Herzen. A toto rozhodnutie. Und auch diese Entscheidung. Ktoré je ako krásny kvet na strome. Die Entscheidung, die wie eine wunderbare Blüte am Baum. Nech prinesie ovocie. Lass sie Frucht bringen. Nech prinesie ovocie lásky. Lass sie die Frucht der Liebe bringen. Pokoja. Und des Friedens. A plného tvojho požehnania. Und deines vollkommenen Segens. Buďte požehnané, drahé duše. Seid gesegnet, ihr teuren Seelen. Moji drahí bratia a sestry. Meine teuren Brüder und Schwestern. Buďte požehnaní. Seid gesegnet. Keď budete vchádzať i vychádzať. Wenn ihr eingeht und ausgeht. Od teraz až na veky. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen.
Ďakujem vám za pozornosť. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.